Uttana Sarpa Godhasana ist eine Variation der Eidechse mit einem intensiven Dehnen. Von der Bauchlage ausgehend beuge das linke Knie und stelle die Fußsohle auf dem Boden neben dem Kopf und gib dann den Arm um das Bein herum, beide Handflächen auf dem Boden. Das ist jetzt die einfache Variation von Uttana Sarpa Godhasana. Wenn du kannst, gib dann den Fuß weiter nach hinten, vielleicht sogar neben den Bauch. Und dann kannst du den Arm zwischen Unterschenkel und Oberschenkel hindurchgeben und den anderen Arm von hinten. Und du kannst die Hände hinter dem Rücken verhaken. Wenn dir das gelingt, dann kannst du sogar probieren, den Arm gleichzeitig um Schienbein und Oberschenkel herumzuwenden und die Hände falten hinter dem Rücken. Fabian wird jetzt alle drei Variationen noch auf der anderen Seite vormachen. Das siehst du auch, wie es von der anderen Seite aussieht. Alle Variationen von Uttana Sarpa Godhasana gehören zu den fortgeschritteneren Übungen. Sie entwickeln die Hüftflexibilität sehr, sind eine gute Massage für die Bauchorgane und gerade die fortgeschritteneren Variationen erfordern auch eine gute Flexibilität in den Schultern. Probiere es aus und schreib es dann in die Kommentare, wie es dir gelingt. Und wenn es dir gefällt, sind wir immer dankbar für einen Daumen hoch, gefällt mir oder ein Teilen dieser Sendung. Danke.